Die Wahrnehmungspsychologie ist ein Bereich, der im Prinzip in allen möglichen anderen Bereichen enthalten ist, weil Wahrnehmung ja die Basis ist für alles, was wir so kennen. Zum Beispiel Entscheidungen treffen oder zum Beispiel Bewertungen treffen. Aber natürlich auch etwas wie zum Beispiel Navigation, sich in der Umwelt zurechtzufinden oder eben ein sehr, sehr gutes Urteil zu treffen aufgrund von einer sehr, sehr genauen Wahrnehmung. Die Wahrnehmungspsychologie bildet die Schnittstelle zwischen der Außenwelt und der inneren mentalen Realität. Das heißt, diese Wahrnehmung übersetzt das, was wir erleben, und baut daraus eine mentale Welt, mit der wir dann tatsächlich auch im Alltag arbeiten können, mit dem wir denken können und mit dem wir Pläne schmieden können. Während wir wahrnehmen, empfinden wir sehr, sehr vieles. Und das Spannende dabei ist, man kann das alles messen und kann Rückschlüsse ziehen, was gerade im Bewusstsein abgeht. Wir können von einfachsten geometrischen Mustern bis hin zu Gesichtern, Körpern, naja, aber auch anwendungsorientierte Dinge wie zum Beispiel Autoinnenräume oder Architekturen bewerten lassen. Und wir können Rückschlüsse ziehen, wie Personen gerade in dieser Situation etwas empfinden, beispielsweise ob sie erregt sind, also aufgeregt werden, das ist vielleicht ein spannender Reiz, oder ob es eher etwas Langweiliges ist. Wir wollen nicht Leute befragen, einfach deswegen, weil es in der Befragung die Erfahrung tatsächlich verändert. Wir sind interessiert an primären Reaktionen. Und das messen wir manchmal mit sogenannten Biosignalen, also zum Beispiel der Gewichtsverlagerung. Genau diese Pendelbewegung können wir erfassen mit dem sogenannten Emotional Footprint. Manchmal können wir aber nicht nur reale Dinge zeigen, einfach deswegen, weil es die noch gar nicht gibt. Wenn wir uns beispielsweise ein Fahrzeuginnenraum in der virtuellen Realität anschauen, haben wir den großen Vorteil, dass wir Prototypen untersuchen können, zum Beispiel hinsichtlich der Raumgröße, aber eben auch ganz, ganz wichtige Sachen wie Ablenkungsfaktoren. Also während einer realen Fahrt im Virtuellen, wie kann ich tatsächlich messen, ob jemand auf die Fahrbahn schaut, ob jemand gerade auf die Bedienkonsole schaut oder eben sich sehr, sehr stark ablenken lässt von Gimmicks wie beispielsweise einem Navigationssystem. Wir können aber auch sehr, sehr spannende kulturwissenschaftliche Forschung betreiben. Wir können beispielsweise durch hochwertige Scans von realen Statuen, hier zum Beispiel der Bamberger Reiter, normalerweise kann man den nur aus einem bestimmten Blickwinkel anschauen, aber was man natürlich in so einer virtualisierten Darstellung machen kann, ist, sich auch mal einzulassen auf eine ganz, ganz neue Perspektive. Das kann einerseits spannend sein für die Didaktik, dass man etwas näher bringt, aber es ist natürlich auch ein ästhetisches Genusserlebnis. Die Anwendungsmöglichkeiten der Wahrnehmungspsychologie sind vielfältig. Sie reichen von den Grundlagenwissenschaften bis zur Anwendungsforschung. Wir können einerseits Grundlegendes über Wahrnehmung feststellen, aber wir können eben auch beispielsweise für die Industrie, für das Handwerk wesentliche Hinweise geben, was beispielsweise wie wirkt, was Usability, also die Anwendbarkeit von Produkten betrifft, können wir erforschen und wir können Hilfestellung in der Gestaltung geben. Insofern ist es wirklich ein sehr, sehr vielfältiges und ein sehr, sehr wichtiges Gebiet.